أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, walhamdulillahi rabbil alamin, werden wir heute insha'Allah ta'ala die Reihe fortsetzen, über Amradul Umma, die Krankheiten der Umma, zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass ein jeder Muslim es begehrt, dass die Religion des Islam das Höchste in seinem Leben ist. Jeder, der sich ein wahrer Muslim nennt, muss dieses in seinem Leben umsetzen. Denn Allah hat dich nur zu einem einzigen Zweck erschaffen. Höre, und du bist jemand, der den Koran liest. Walhamdulillah, gehörst du nicht zu denjenigen, dessen Mushaf nur im Schrank liegt und schon Staub eingefangen hat, weil er nur im Ramadan gelesen wird. Du gehörst zu denjenigen, die den Koran täglich lesen. Du gehörst zu denjenigen, die das Buch, die Wörter Allahs Azza wa Jal, als Rechtleitung für ihr Leben nehmen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, derjenige, der sich von meiner Ermahnung, bedeutet von der Religion und dem Koran, abwendet, sein Rücken dem Koran zudreht, der Religion zudreht, wie viele Leute das in dieser heutigen Zeit machen. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. So wird er ein enges Leben leben. Niemals wird Allah Azza wa Jal ihn glücklich sein lassen, nicht in der Dunya und nicht in der Akhira. Allahumma ja'alna min as-su'ada. Niemals wirst du glücklich werden. Probier, was auch immer du probieren willst. Und vor dir haben sehr viele probiert, die reicher waren als du, die mächtiger waren als du, die schöner waren als du. Und schau, wo sie jetzt sind. Sie sind alle unter ihren Gräbern und werden befragt von den Engeln. Wer ist euer Herr? Wer ist euer Prophet? Und was war eure Religion? Wenn du diese drei Fragen nicht beantworten kannst, dann wirst du, wal'iyadu billah, den Eintritt in Jahannam bekommen. Allahumma najjina minan nar. Wer möchte so ein Leben haben? Welche Fragen fragen dich die Engel? Fragen sie dich nach deinem Namen? Fragen sie dich nach deinem Beruf? Nach deinem Abschluss? Dass du ein Doktor oder ein Professor bist. Marabuk! Wer ist dein Herr? Bitteschön. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir etwas in der Dunya tun. Aber dein höchstes Ziel in diesem Leben ist die Akhira. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah Azza wa Jal sagt, und wer sich vom Höllenfeuer entfernt und daraufhin in das Paradies hereingeht, der hat wahrlich einen wahren Erfolg erzielt. Das ist der wahre Erfolg und das sollte dein größtes Ziel sein für dich und mich in diesem Leben, dass wir uns vor diesem Höllenfeuer bewahren. O Diener Allahs, nachdem wir das letzte Mal über das Höllenfeuer gesprochen haben. Und heute möchte ich dich nur daran erinnern. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Was heißt dienen? Damit du ein Muslim bist gegenüber Allah. Frage dich erstmal, verrichtest du die fünf Säulen überhaupt, dass du dich überhaupt ein Muslim nennen kannst? Allah Azza wa Jal hat diese einzige Religion als wahre Religion erkürt, erwählt, subhanahu wa ta'ala. Und niemals, höre, niemals wird Allah eine andere Religion akzeptieren.
Und wir sagen das, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Weil wir reden nicht das, was die Menschen gerne hören wollen. Sondern wir reden die Wahrheit aus dem Buch Allahs und der Sunna seines Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Inna dina inda Allah, du weißt es, al-Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam. Welche Religion willst du dir aussuchen? Außer dem Islam. Welche Religion? Mit welcher Religion willst du zu Allah zurückkehren? Ja Allah, ich sagte la ilaha illallah. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht danach gelebt. Und ich war jetzt auch nicht so überzeugt von dieser Religion. Käfer! Du bist ein Ungläubiger und hast mit dem Islam nichts zu tun. Wie kannst du sagen, ich bin ein Muslim und glaubst nicht an diese Religion und hast kein Yaqin, keine Gewissheit, dass das die Religion der Wahrheit ist, dass das die Religion der Errettung ist, dass das die Religion ist, die Allah Azza wa Jal einzig und alleine akzeptiert. Wie kannst du sagen, ich bin ein Muslim? Yaqin, machst du dich lustig über dich selber? Willst du dich selber auslachen? Du bist ein Muslim, weil du auch als Muslim lebst. Du betest, nachdem du die Shahada gesprochen hast. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, was hast du bezeugt? Und danach betest du. Du betest ja. Es gibt heute Leute, die wollen sich Muslime nennen, aber sie beten nicht. Was ist dein Islam? Sage es mir. Wo ist deine Verbindung zwischen dir und Allah? Wo? Was ist überhaupt deine Verbindung? Zu Shaitan? Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Diener Allahs oder du bist ein Diener vom Shaitan. Und ich bin mir sicher, dass du niemals für dich akzeptierst, dass du ein Diener von Shaitan bist. Nachdem Shaitan dich in die Irre geführt hat, in dieser Dunya, wird er sich Yawmul Qiyamah von dir freisprechen. Höre, was Allah Azza wa Jal, der Gewaltige, derjenige, der die Wahrheit spricht, subhanahu wa ta'ala, über deine Beziehung zum Shaitan sagt, nachdem du ihm gefolgt bist in dieser Dunya. Du hast alles getan, was Shaitan gefällt. Du hast dich von der Religion Allahs abwenden lassen. Du hast dich von dem Koran abwenden lassen. Du hast dem Propheten Muhammad s.a.w. nicht gefolgt. Du warst eigentlich nur danach aus, dein Leben so angenehm wie möglich zu leben. Alles andere war dir egal. Ein Diener Shaitan. Verzeih mir. Du bist ein Abd von Shaitan. Von niemand anderem. Entweder dienst du Allah oder du dienst den Shaitan. Höre, was Allah Azza wa Jal erwähnt. Wie deine Beziehung zu Shaitan Yawmul Qiyamah sein wird. Nachdem du ins Höllenfeuer gegangen bist, wal-iyadu billah, wird Shaitan dir sagen, inni bari'um mink, ich sage mich von dir los, du Erniedrigter, der du mir gefolgt bist. Inni bari'um mink, inni akhafu Allah rabbal alamin, ich fürchte einzig und allein nur den Herrn der Weltenbewohner. Subhanallah, Shaitan bestätigt dir, dass er Allah fürchtet, während du es nicht tust. Erniedrigt in der Dunya und in der Akhira. Ah, möchtest du ein Diener Shaitan sein? Allah sagt dir, und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn es nicht wegen der Dienerschaft zu Allah wäre, wenn es nicht für die Ibadah wäre, hätte Allah dich niemals erschaffen. Also, was ist deine Wahl? Ihm zu dienen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Oder, wie gesagt, du dienst Shaitan. Willst du dich erniedrigen? Indem du ebenfalls einen Erniedrigten anbetest. Allah Azza wa Jal hat dir klar gemacht, was deine Aufgabe ist in der Dunya. Und die Frage ist, betest du? Die Frage ist, verrichtest du deine Zakat, wenn du Vermögen besitzt, dass du 2,5% von diesem Vermögen einmal im Jahr entrichtest? Die Frage ist, ob du im gesamten Monat Ramadan durchhältst und durchfastest. Und in ungefähr 2 Monaten wird dieser gesegnete Monat uns bi'idhnillahi as-sami'il 'alim besuchen. Allahumma ballighna Ramadan. Und die Frage ist, hast du überhaupt vor, die Hajj zu vollziehen? Das ist die Frage, o Diener Allahs, wenn du diese 5 Säulen nicht mal erfüllst und du redest davon, dass du ein guter Muslim bist, Wallahi, ich sage dir, Shaitan hat dich bereits betrogen. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und wer sich dann vom Höllenfeuer entfernt, wer davon entrückt wird, und in das Paradiesgarten hereingeht, so hat er einen wahren Erfolg erzielt. Und das irdische Leben, dieses Leben in der Dunya, ist nichts anderes als ein trügerischer Genuss. Du wurdest betrogen vom Leben. Was ist das? Was ist
Vergleiche das diesseitige Leben mit dem Paradies. Willst du mir sagen, dass das diesseitige Leben besser ist als das Paradies? بَلْ تُكْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Bevorzugt ihr, eine Frage von Allah, um dich zu erinnern, bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, während das, du weißt es, jenseitige Leben besser und ewiger ist? Allahu Akbar. Allahumma adkhilna al-Jannah. Liebe Geschwister, eine weitere Krankheit, über die wir heute bi'idhnillahi as-sami' al-alim sprechen, ist eine gewaltige Krankheit. Und sie hat sich sogar in den vielen islamischen Ländern verbreitet. Eine Krankheit, die mit Kufr, mit Unglaube zu tun hat. Und dennoch machen sie viele, praktizieren sie viele der sogenannten Muslime. Die Krankheit ist As-Sihr. Die Zauberei. Allahu Akbar. Wie viele Leute wissen nicht, was das Urteil der Zauberei in unserer Religion ist? Und deswegen siehst du viele Leute von den sogenannten Muslimen. Sie gehen zu einem Zauberer, um ihm zu sagen, er soll zwischen diesem Mann und dieser Frau trennen, die verheiratet sind miteinander. Sie gehen zum Zauberer und sagen zu ihm, kannst du nicht Liebe herstellen zwischen diesen beiden Personen? Sie gehen zum Zauberer und sagen ihm, er soll Feindschaft stiften zwischen dem Mann und der Frau. Bis der Zauberer dann, wal'iyadu billah, und das ist seine Aufgabe, dass er etwas liest oder sagt, um die betreffende Person zu beeinflussen, an seinem Körper oder an seiner Seele. Dieser, wal'iyadu billah, sagt dann Worte oder schreibt sie, um eine Person indirekt zu beeinflussen. Und wahrlich, es ist bestätigt in unserer Religion, dass die Zauberer mit der Erlaubnis Allahs, denn niemand kann in dieser Dunya etwas verrichten, außer dass Allah Azza wa Jal dieses erlaubt. Das solltest du erstmal verstehen, dass deine Aqida, dein Glaube, diese Zauberer trennen zwischen Mann und Frau. Allahu Akbar, sie haben Übles vor. Diese Zauberer können sogar jemanden töten. Alles mit der Erlaubnis Allahs. Und wenn ich das einmal vergessen sollte, das zu erwähnen mit der Erlaubnis Allahs, so wisst ihr es, es ist nur mit der Erlaubnis Allahs. Diese Zauberer können einen Menschen krank machen. Ebenfalls mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie gehen, diese Leute, zu einem Zauberer und sagen ihm, dass er dieses oder jenes tun soll. Sie mögen ein Mädchen nicht, und das passiert meistens aus Neid oder aus Hass. Sie mögen ein Mädchen nicht und sagen zum Zauberer, er soll sie hässlich machen für alle anderen Männer, die um ihre Hand anhalten. Und tatsächlich, wenn diese Männer zu ihr kommen, um ihre Hand anzuhalten, dann sehen sie so eine Art Monster. Und sie haben Angst vor dieser Frau, obwohl das eine hübsche Frau ist. Oder umgekehrt. Zauberei. Was für eine üble Sache, o Diener Allahs. Und dieses wird genutzt von vielen sogenannten Muslimen. In den meisten Ländern, wo diese hässliche Art praktiziert wird, gehört Al-Maghrib, das heißt der Westen, Marokko und Tunesien, aber leider auch außer den nordafrikanischen Staaten, Albanien und auch Bosnien. Da ist die Zauberei ganz normal. Und sie nehmen das sogar als Religion. Wal-iyadu billah. Und höre, was Allah, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, über diese Zauberei gesagt hat. Denn sie ist wahrlich ein gewaltiges Verbrechen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bestätigt hat. Er sagte, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Meidet die sieben, nicht nur Sünden, Todsünden, o Diener Allahs. Al-Mubiqat sind die Todsünden. Qalu wa ma hunna ya Rasulallah. Die Sahaba fragten, welche sind sie, o Gesandter Allahs? Qala ash-shirku billahi azza wa jal was-sihr al-hadith. Er sagte, dass man neben Allah etwas anderes anbetet, und unmittelbar danach zählte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sihr. Allahu Akbar. Nach dem Shirk
zählte er sofort As-Sihr auf. Was für eine gewaltige Sünde, über die sich viele Leute nicht im Klaren sind. Und so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man ata arrafa, fasa'alahu an shay, lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, und der Zauberer, so sollt ihr wissen, liebe Geschwister, ist in dem Wahrsager enthalten und ist noch schlimmer als der Wahrsager. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, und er wird im Deutschen Wahrsager genannt, das ist ein Lügensager, das ist ein Shaitan, einer, der nichts über die Zukunft weiß. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, und wallahi, wie viele sogenannte Muslime machen das, o Diener Allahs. Und er fragt ihn nur nach etwas. Neugierde. Er ist neugierig. Er fragt ihn nur nach etwas. So werden seine Gebete 40 Tage nicht angenommen. Und in einer anderen Überlieferung höre, damit du dir genau überlegst, ob du diesen Schritt wagst. Jeder Schritt ist der Schritt zum Kufr, wenn du zum Wahrsager gehst. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, ein Kahin oder ein Arraf, und er glaubt ihm, was er sagt, dieser Wahrsager, so hat er das verleugnet, was auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt wurde, die Botschaft. Kafir! Du gehst zu einem Wahrsager und denkst, dass jemand anderes das Verborgene kennt außer Allah. Höre, was Allah azza wa jalla im Koran sagt, damit du verstehst, wie deine Aqida ist, o Diener Allahs. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Niemand in den Himmel und auf der Erde kennt das Verborgene außer Allah. Außer Allah. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Und er besitzt die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer er, subhanahu wa ta'ala. Und wenn du zu ihm hingehst und du glaubst ihm, du glaubst diesem Scharlatan, was er sagt, weil du denkst, er kennt das Verborgene, so hast du verneint, was Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Niemand kennt das Verborgene außer Allah. Du kommst und sagst, doch, andere Leute kennen das Verborgene außer Allah. Kafir. Allahumma najjina min al-kufr. Kafir. Wisst ihr, wie viele Leute zu diesen Wahrsagern gehen? Und sie fragen sie nach Dingen? Ah, warum geht er dorthin? Er will wissen, warum er keine Arbeit bekommt. Also geht er zu einem Zauberer oder geht er zu einem Wahrsager? Er will wissen, warum eine Frau ihn nicht liebt. Also geht er zu dem Zauberer und sagt, mach, dass sie mich liebt. Allahu Akbar. Dinge, die nur in der Macht Allahs Azza wa Jal sind. Yudabbirul Amr. Allah Azza wa Jal regelt alle Angelegenheiten in diesem Universum. Niemand hat Herrschaft an dieser gewaltigen Sache außer Allah subhanahu wa ta'ala. Höre, wie Allah azza wa jal uns bestätigt, dass diese Leute Kuffar sind. Und so gab es einen Offenbarungsanlass für eine bestimmte Ayah, die ich gleich erklären werde, liebe Geschwister. Die Juden in Medina, sie haben einmal gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Suleiman ein Prophet ist. Dann sagten sie, ma kana Suleiman nabiyyan. Suleiman war überhaupt kein Prophet gewesen, bal innahu kana sahira, sondern er war vielmehr ein Zauberer, wal iyadu billah. Über den Propheten Suleiman haben sie das gesagt, haben sie dieses behauptet. So kam die Ayah herab. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Allah Azza wa Jal sagt, sie, die Juden in Medina, folgten dem, was die Satane während der Herrschaft von Suleiman vorgetragen haben. Doch nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Shayatin waren ungläubig. Warum waren sie ungläubig? Yu'allimuna an-nasa sihr. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei. Hast du jetzt gehört, warum sie Unglauben begangen haben? Sie haben den Menschen die Zauberei beigebracht. Das war ihr Verbrechen. Und sie haben nicht geglaubt, dass Suleiman ein Prophet war. Sie sagten, nein, vielmehr war er ein Sahir, ein Zauberer, wal iyadu billah.
Niemand behauptet so etwas, nur ein Irrgehender. Und daraufhin kam diese Ayah herab. Und Allah Azza wa Jal, er hat bestätigt, dass der Sihr Kufr ist, dass die Zauberei Kufr ist. Und das Urteil über einen Zauberer ist, dass er ein Kafir ist und das nach der Ansicht der meisten Gelehrten. Und du gehst zu einem Kafir und manche nennen ihn noch Sheikh. Ey Wallah. Sie sagen, ja Sheikh, zu diesem Shaitan. Und sie fragen ihn nach Dingen, die er nicht würdig ist, gefragt zu werden. Aber alles durch die Unwissenheit unserer Leute. Ja, Sheikh, kannst du mich von dieser und jenen Krankheit heilen? Sie haben niemals gelernt, was Tauhid ist. Wir rufen nur Allah, den Einzigen, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagt, und diese Ayah solltest du dir merken, was für eine Ayah, die, wenn du sie in deinem Leben umsetzt, wallahi, immer glücklich und zufrieden sein wirst. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Jinn, subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. So ruft neben Allah niemand anderen an. So bittet niemand anderen, außer Allah, den Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala, weil er der Einzige ist, der alles in der Hand hat, subhanahu wa ta'ala, und niemand teilt die Herrschaft mit ihm, Azza wa Jal. Liebe Geschwister, ein gewaltiges Thema, über das wir heute reden. Und wir sollten wissen, die Zauberei ist real. Das bedeutet, diese Zauberei, die vollzogen wird, ist nicht nur eine Einbildung, eine Fiktion. Nein, sie ist real, sie passiert tatsächlich. وَسُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Und der Gesandte Allahs wurde sogar verzaubert. Allahu Akbar. Und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari und Muslim. So wird berichtet, liebe Geschwister, in dieser authentischen Überlieferung. Und das ist Konsens der Umma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verzaubert wurde. Es wird berichtet, höre zu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يتخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. Es kam ihm so vor, als ob er eine Sache gemacht hat, aber sie hat er nicht wirklich vollzogen. Das bedeutet, wie in einer anderen Überlieferung erklärt wird, es kam ihm so vor, dass er Geschlechtsverkehr mit einer seiner Frauen hatte, aber es war nicht tatsächlich so gewesen, wie er sallallahu alaihi wasallam gedacht hat. Das bedeutet, o Diener Allahs, bezüglich dieser Sache hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal eine Wahrnehmung gehabt, wo er sich nicht sicher war, ob es so gewesen ist oder nicht. Aber es hatte niemals etwas mit der Botschaft zu tun, wie einige Irrgehende dieses erweitern wollten. Denn Allah Azza wa Jal hat diese Botschaft geschützt. Allah Azza wa Jal sagt, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah wird dich vor den Menschen beschützen. Niemals hat das die Botschaft selber betroffen. Nämlich, er wusste nur manchmal nicht, ob er Geschlechtsverkehr hatte mit einer seiner Frauen oder nicht. Das war die einzige Sache, die an diesem Zauber vollzogen wurde. Und derjenige, der ihn verzaubert hat, war kein anderer als ein Jude, Labid ibn al-Asam. So hieß er, liebe Geschwister. Was hat er gemacht? Er hat einen Kamm genommen und hat Haare daran geklebt. Und dann hat er zu den Haaren einen Samen genommen von einer Dattelpalme. So hat er dieses zusammengeklebt, diesen Kamm mit den Haaren und dem Samen, und hat sie in einem Bir Darwan versteckt. Er hat sie in einem Brunnen versteckt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Wahrnehmung etwas verloren, wie wir gerade auch schon erklärt haben, was dieses genau bedeutet. Daraufhin hat er Allah azza wa jal die gesamte Zeit gebeten, bis Allah azza wa jal ihm Jibril alaihi salatu wasalam herabgesandt hat und Jibril ihm verraten hat alaihi salam, wo dieser Zauber versteckt war. Also ging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu diesem Bir, zu diesem Brunnen, und er nahm das Stück und zerstörte es. Deswegen, wenn Zauber über eine Person gelegt wurde und man weiß, wo sich dieses befindet, dann soll man dieses nehmen und verbrennen oder vernichten, so dass nicht etwas davon übrig bleibt, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Als er es vernichtet hat, hat Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala ihn geheilt. Ja,
die Zauberei ist real. Und Allah bestätigt, dass die Zauberei real ist, dass dieses tatsächlich passiert. Und wir dürfen dieses nicht leugnen in unserer Religion, weil es Dinge sind, die wir nicht kennen, o Diener Allahs. Höre diese Ayah. Allah Azza wa Jal sagt über diese Leute, über die Yahud, die sich lustig gemacht haben über Suleiman und gesagt haben, nein, dieser Suleiman war ein Zauberer. Allah Azza wa Jal sagt, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ لِلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. Allah Azza wa Jal sagt in dieser vorzüglichen Aya, liebe Geschwister, sie brachten den Menschen, bedeutet die Shayatin, die Zauberei bei. Und so sagten einige Salaf-Gelehrten, diese Shayatin haben ein Buch der Zauberei geschrieben und es den Menschen weiter beigebracht, im Geheimen. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei. So wie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Allah Azza wa Jal hat zwei Engel herabgesandt. Diese beiden Engel hat Allah Azza wa Jal als Prüfung herabgesandt. Diese beiden Engel, sie sagten zu den Leuten, die beiden jedoch haben niemanden etwas beigebracht von den Engeln, ohne dass sie gesagt hätten, wir sind nur eine Fitna, eine Versuchung, so werde nicht ungläubig. Sie haben dieses Wissen weitergetragen, aber als eine Art Fitna, als eine Prüfung, wie die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, bedeutet nicht, dass Allah dieses erlaubt hat. Nein, sie sagten gleichzeitig zu den Leuten, das ist eine Fitna, eine Versuchung, und dennoch waren viele Leute bedacht, diese Zauberei zu lernen von ihnen. Wir sind nur eine Fitna, so werde nicht ungläubig. Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen Mann und Frau trennen kann. Das heißt, sie lernten die Zauberei, um zwischen Mann und Frau zu trennen, doch fügten sie niemanden Schaden zu, außer mit der Hilfe Allahs. Hast du das gehört, o Diener Allahs? Ein Zauberer kann dir niemals einen Schaden zufügen, außer wenn Allah Azza wa Jal dieses will. Solange Allah Azza wa Jal dieses nicht für dich geschrieben hat, kann der Zauberer tun, was er will. Aber er wird es nicht schaffen, dich in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Das ist das, was unsere Religion uns sagt. Und daran müssen wir glauben, o Diener Allahs. Subhan al-Malik. Diese Zauberer sind wahrlich Shayatin, liebe Geschwister. Und ihr solltet wissen, diese Zauberer können niemals ihren Beruf in der Art und Weise ausüben, außer dass Shayatin mit ihnen zusammenarbeitet. Das heißt, ein Zauberer kann nicht arbeiten, außer dass Shayatin ihm zu der Sache verhelfen, die er gerne erzielen möchte. Und wenn einer entscheidet, ein Zauberer zu werden, dann ist die Bedingung von dem Dschinn, dass er Kufr macht, ansonsten werden sie nicht mit ihm zusammenarbeiten. Was machen sie, diese Shayatin? Sie wollen, dass er sich von Allah Azza wa Jal abwendet und sie anbetet. Also verlangen sie von ihm, dass er sich 40 Tage nicht wäscht und 40 Tage überhaupt nicht duscht, sondern in dem Zustand so bleibt, wie er ist. Und sie verlangen von ihm, wal-iyadu billah, dass er auf den Koran spuckt oder Najasa, Unreinheit auf den Koran macht, oder dass er ihm die Toilette herunterspült, oder dass er den Koran mit Menstruationsblut schreibt. Allahumma dammir al-Sahara. Was für üble Geschöpfe, wal-iyadu billah. Shayatin. Es gibt Shayatin von den Menschen und Shayatin von den Dschinn, liebe Geschwister. Diese Zauberer, sie können nur etwas tun, wenn die Shayatin mit ihnen zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, die Shayatin arbeiten erst mit ihnen zusammen, nachdem sie die volle Bestätigung haben, dass diese Zauberer die Shayatin anbeten. Sie brauchen einander. Sie brauchen einander. Und schaut, wie die Shayatin sich zusammenfinden. Und schaut, wie die Gläubigen sich alle zusammenfinden. Allahumma ahshurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam fil Jannah. Sie finden alle einander, liebe Geschwister. Dieser Shaytan, er verhilft dem Zauberer zu dem, was der Zauberer als Ziel hat. Will er zwischen Mann und Frau trennen, dann wird der Shaytan seine Arbeit machen. Will der Zauberer eine Person töten, dann töten auch die Dschinn. Die Dschinn töten ihn.
Je mehr er an Kufr macht, je mehr er im Dalal ist, umso mehr sind die Shayatin bereit, mit diesem Zauberer zusammenzuarbeiten. A'udhu billah. Was für üble Geschöpfe. Beiderseitig, liebe Geschwister. Ah, schaut, was der Prophet Muhammad s.a.w. sagte. Es gibt Leute, die gehen zu einem Zauberer und dann erzählt der Zauberer ihnen von der Vergangenheit etwas. Er sagt ihnen, an diesem Tag hast du dieses und jenes gemacht. An diesem Tag hast du das und das angezogen. An diesem Tag wolltest du den und den besuchen. Was passiert mit den Leuten? Sie denken, und das ist eine Fitna, sie denken, dieser Zauberer hat verborgenes Wissen. Hat er das? Bei Allah, er besitzt nicht dieses verborgene Wissen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns genau gesagt, wie die Sache ist. Er sagte, ma minkum min ahadin. Es gibt niemanden von euch, der nicht von einem Djinn begleitet wird, von einem Qarin. Das heißt, er ist 24 Stunden mit dir. Jeder hat diesen Qarin. Sogar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. So wurde er gefragt, wa iyyaka ya Rasulullah, auch du hast diesen Qarin bei dir. Er sagt, wa iyyaka, auch ich habe diesen Qarin, der die gesamte Zeit über mich begleitet. Walakinna Allah a'anani alayhi. Aber Allah hat mir verholfen, dass er besiegt wurde. Fa'aslam, er hat den Islam angenommen. Allah. Allah, der alles in der Hand hat. Dieser Shaytan, dieser Qarin, der mit dem Propheten Muhammad s.a.w. war, hat ihm nur das Gute befohlen. Steh auf zum Fajr, spende, mach das Gute, während unser Qarin, der mit uns ist, uns nur zum Bösen bringen will, liebe Geschwister. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. So befiehlt er mir nur das Gute. Aber was haben wir gelernt aus dieser Überlieferung? Dass die gesamte Zeit ein Qarin mit uns zusammen ist. So weiß er doch natürlich, wenn er dich 24 Stunden begleitet, was du gestern anhattest, was du gestern gegessen hast, mit wem du gestern geredet hast. Ja, subhanallah, lern deine Religion. Manche lassen sich verzaubern, denn es gibt Programme, wal'iyadhu billah, schaut diese Fitna, wie sie sich verbreitet hat, wo man ins Internet hereingeht und da gibt es eine Seite von einem Shaytan, der sagt dir, was du gestern gemacht oder angezogen oder gegessen hast. Was denken die Leute, die keinen richtigen Iman haben, die nicht ihre Religion gelernt haben? Dieser besitzt das verborgene Wissen. Und daraufhin kommen sie und nähern sich dem Zauberer, um Hilfe bei ihm zu ersuchen. Und das ist das Ziel von den Shayatin. Habt ihr gemerkt, wie sie zu diesem hinbringen? Wie Allah Azza wa Jalla sagt, فَلَمَّا أَلْقَوْا. Als sie ihre Stöcker geworfen haben, und Allah Azza wa Jalla berichtet über den Zustand, wo Musa alayhi salatu wasalam mit den Sahara ein gemeinsames Duell hatte. Allah Azza wa Jalla sagt, als sie ihre Stöcker dann geworfen haben, saharu a'yunan nas, so haben sie die Augen der Menschen verzaubert. Wastarhabuhum, und sie haben ihnen Angst eingeflößt, diesen Menschen, die gesehen haben, dass die Stöcker, die sie geworfen haben, so Art Schlangen waren, so haben sie verzaubert, sagt Allah Azza wa Jalla, und ihnen Angst eingeflößt. Waja'u bisihrin azim. Und sie kamen mit einem deutlichen Zauber. Sie kamen mit einem gewaltigen Zauber. Hört, wie Allah hier den Zauber beschreibt. Er ist gewaltig. Er ist eine Fitna. Weil er kann dazu führen, dass du, wal'iyadu billah, dein Gesicht von Allah abwendest hin zu den Shayatin, zu den Zauberern. Allahumma ja'ala min al-muwahhidin. Das ist die Angst, die dabei ist. Das ist eine Fitna. Deswegen dürfen wir nicht zu so einem Zauberer gehen. Deswegen dürfen wir nicht mit ihm reden. Er ist eine Fitna. Und manche Leute, sie sagen dir, ja, aber manchmal habe ich gehört, dass der Wahrsager etwas Richtiges sagt. Und es hat gestimmt, was er sagt. Wir sagen ihnen, ja, Achi, du solltest immer noch deine Religion lernen. So berichtet Aisha radiyallahu anha wa arbaha. Sie sagte, sa'ala unasun Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Einige Menschen fragten den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam über Al-Kuhan, über die Wahrsager. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Hum ala al-haq, sie sind auf der Wahrheit. Er sagte, leysu bishay, sie haben keinen Wert, sie sind nichts. Dann sagten die Menschen zu Rasulullah, was viele von uns heute fragen würden. Innahum yuhadithuna ahyanan bishay yakunu haqqa. Manchmal sagen sie uns aber etwas, was stimmt. Höre, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der die Offenbarung von Allah azza wa jalla bekommt. Er sagte, tilka al-kalima. Min al-Jinn, das ist nur ein Wort von den Jinn. Yahfaduha, er
prägt sich dieses Wort ein, also steigt er nach oben, dieser Dschinn, und versucht etwas von den Wörtern, wie die Engel miteinander reden, zu erhorschen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, فَيَحْفَظُهَا فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِي وَلِيِّهِ. Und er sagt das zu demjenigen, mit dem er zusammenarbeitet, der Dschinn. Er sagt das zu diesem Wahrsager oder diesem Zauberer, mit dem er zusammenarbeitet. فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كِذْبَ. Und sie, diese Wahrsager, nehmen dieses eine Wort, was sie vom Shaitan übertragen bekommen haben, und mischen es mit 100 Lügen. Das ist alles. Und vielleicht hast du gerade dieses wahre Wort gehört und du hast die 100 Lügen vergessen, o Diener Allahs. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wir haben gesagt, liebe Geschwister, manche gehen zum Zauberer und wollen wissen, wie sie dieses oder jenes machen können. Und manche sind krank. Sie werden befallen vom Zauber. Und daraufhin merken sie, dass ihr physischer Zustand, ihr körperlicher Zustand sich ändert. Und sie suchen Hilfe. Aber sie suchen nicht Hilfe bei Allah, sondern sie gehen zu einem Zauberer, der ihnen sagt, wo dieses liegt, was an Zauber gegen sie verrichtet wurde, um es zu finden und zu zerstören. Zu wem gehen sie? Zu einem Zauberer. Wal-iyadu billah. Dieses ist verboten. Wenn jemand durch Zauber betroffen wird, so ist es verboten für ihn, zum Zauberer zu gehen. Vielmehr sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lamma su'ila anin nashra. Er wurde gefragt über eine Methodik, wie man den Zauber auflösen kann. Er sagte hier, min amali shaitan. Das ist nur ein Werk vom Shaitan. Und wir kommen gleich zu den Heilmethoden, wie man sich vor Zauber bewahren kann, o Diener Allahs. Schaut mal, dieser Zauberer, er hat diese Kunden, die belastet wurden durch einen Zauberer, also gehen sie zu ihm hin, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Vielleicht werden sie geprüft seit Monaten oder sonstiges, aber eine Frage, wir stellen genau diesen Leuten die Frage, warum soll Allah euch helfen, wenn ihr jemand anderen vertraut und euch auf einen anderen verlässt, außer auf Allah? Warum? Warum soll Allah ihnen helfen? Sie werden keine Hilfe bekommen. Solange du nicht Allah einzig und alleine Ash-Shafi rufst, so wirst du niemals von ihm geheilt werden. O Diener Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, dass derjenige, der zu einem Wahrsager geht, und wir haben gesagt, der Wahrsager, der Zauberer fällt in den Wahrsager herein und ist noch weitaus schlimmer als der Wahrsager, wer zu ihm geht und ihm glaubt, so hat er verleugnet, was auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt wurde. Ein Kafir geworden. Deswegen sollte für uns wichtig sein, wie erkennen wir einen Zauberer? Wenn du zu einem Zauberer hingehst, o Diener Allahs, und das sollte nicht niemals deine Absicht sein, aber du weißt es nicht, weil diese Zauberer, sie verkleiden sich nicht anzugsmäßig, sondern von ihrer Art her, wal-iyadu billah, sie tun so, als ob sie Ruqya machen. Sie tun so, als ob sie Ruqya machen. Also, eine Person denkt, wenn ich zu ihm hingehe, wird er Ruqya machen. So wie Koran und Sunna es gebieten. Aber nein, dieser Shaitan hat was anderes vor. Schaut mal, wie man einen Zauberer erkennen kann. Das Erste, und meistens ist es das, was sie euch fragen, wie ist der Name eurer Mutter oder eures Vaters? Dann weißt du sofort, das ist ein Zauberer. Und er pocht darauf, eine Antwort von dir zu bekommen. Das ist ein Zauberer. Oder er sagt zu dir, bring von demjenigen, der verzaubert wurde, etwas von seinen Kleidungsstücken. Eine Mütze, eine Hose, eine Jacke. Er will etwas zusammenbrauen. Das ist ein Zauberer. Oder er schreibt irgendwelche komischen Schriftzeichen und sagt dir, ich habe nur Koran-Ayat geschrieben, aber du kannst das nicht lesen, weil man muss es nach rechts und links drehen und oben halten und unter der Sonne und unter dem Brunnen, dann wird das bemerkbar, dass das Ayat sind. Ein Zauberer, ein Lügner. Er erwähnt Allahs Namen, aber er verdreht das, ohne dass du es merkst. Er sagt die Ayat, aber er verdreht die Ayat, ohne dass du es merkst. Und dieser Zauberer ist ein Shaitan, ein Kafir, wie wir gesagt haben. Und nach unserer Scharia in einem islamischen Land wird er getötet. Selbst wenn er bereut, wird er getötet. Warum? Weil er mit Dschinn zusammengearbeitet hat und sie werden ihn niemals in Ruhe lassen. Niemals. Sie werden immer versuchen, über ihn etwas Schlechtes zu erreichen.
Und wir haben gehört von einem Zauberer, Allah Azza wa Jal hat ihm recht geleitet, walhamdulillah. Und ein Sheikh hat eine Fernsehsendung mit ihm gemacht. Und er hat erzählt, wie die Shayatin ihn angegriffen haben. Als er den Zauber gelassen hat, liebe Geschwister, und er hatte zwei Kinder und eine Ehefrau, dieser Zauberer, er ist zu Allah Azza wa Jals Weg zurückgekehrt, möge Allah Azza wa Jal seine Reue annehmen. Die Zauberer haben seine Kinder und seine Frau getötet. Geschlachtet. Vor seinen Augen, aber er hat nichts gesehen. Denn wir können die Djinn nicht sehen. Wir können die Djinn nicht sehen, wie Allah Azza wa Jal dieses im Koran bestätigt hat. Du kannst einen Djinn niemals in seiner ursprünglichen Gestalt sehen. Du kannst nur eventuell erkennen, wenn er in der Gestalt von einem schwarzen Hund kommt oder von einer Katze kommt, von einer schwarzen Katze oder wenn er in der Gestalt von einer Schlange ist. Ansonsten wirst du niemals sehen, wie der ursprüngliche Zustand von so einem Shaitan, von so einem Djinn ist, o Diener Allahs. Sie haben seine Kinder und seine Frau getötet. Sie rächen sich auch, weil sie wollen, dass sie dich in den Bann ziehen, dass du sie anbetest und niemand anderen. So, Subhan al-Malik, sie erwarten dasselbe, was nur Allah Azza wa Jal gebührt. Wenn du nicht erfüllst, was sie von dir verlangen, dann werden sie dich bekämpfen und sie werden sich an dir rächen. Deswegen kommt bloß nicht mit diesen Shayatin in Berührung, o Diener Allahs. Versucht es erst gar nicht, wallahi, diese Djinn, sie rächen sich. Und wir haben aus der authentischen Sunna bei Imam Muslim auch überliefert, dass eine Schlange, in der ein Djinn war, wie der Prophet Muhammad s.a.w., und ich kann nicht den ganzen Hadith erzählen, sie hat einen Sahabi getötet, einen jungen Mann. Diese Schlange war in seiner Wohnung gewesen. Und er sah nur seine Frau, die halbnackt draußen war. Also hat er sich gewundert, warum sie in diesem Zustand draußen ist. Sie sagte, schau in der Wohnung herein, was mich herausgetrieben hat. Also ging er herein und er sah eine Schlange. Sie bekämpfte ihn und er bekämpfte sie. Er tötete sie und sie tötete ihn. Und der Prophet Muhammad bestätigte, dass diese ein Djinn war und ihn getötet hat. Kommt nicht mit diesen Shayatin in Berührung. Kommt nicht mit diesen Djinn in Berührung, liebe Geschwister. Wallahi, das ist ein gefährliches Thema. Denn wenn einmal die Shayatin dich unter ihrer Hand haben, dann wirst du sehen, dass du kein glückliches Leben mehr hast. Und ich möchte zum Schluss nur darüber reden, wie kann man sich heilen. Die beste Heilungsmethode ist, dass du Allah richtig anbetest. Abul Bara, du suchst immer eine Möglichkeit, uns immer zu sagen, wir sollen Allah richtig anbeten. Wir haben doch gesagt, dafür hat Allah Azza wa Jalla uns doch erschaffen. Taib, ich bin nun mal krank, jetzt komm mir nicht mit der Anbetung. Was soll ich tun? Du sollst Allah anbeten. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt, als er ein Gespräch mit Shaitan hat. Er sagte, لَأُغْوِيَنَّمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Er sagte, oh mein Herr, ich werde sie alle in die Irre gehen lassen, außer deine auserwählten Diener. Allahumma ja'alna minhum. Shaitan kommt nicht an sie heran. Außer deine Auserlesenen, deine auserwählten Diener, ja Allah. Qala, inna ibadi leysa laka alayhim sultan, illa man ittaba'aka min al-ghawiyin. Er sagte, Allah Azza wa Jal, du hast keine Macht über meine Diener, außer die, die dir folgen, weil sie verirrt sind. Hast du das gehört? Der beste Schutz ist, dass du Allah Azza wa Jal dienst. Er sagt zu ihm, zu Shaitan, du hast über meine Diener keine Macht. Wer sind seine wahren Diener? Das sind diejenigen, die die Religion richtig praktizieren. Zweite Heilungsmethode, und wehe dir nochmal, dass du zu einem Wahrsager oder zu einem Zauberer gehst. Du solltest das als Prüfung sehen, als eine Krankheit, wenn du verzaubert wurdest. So wurde deswegen dem Propheten Muhammad s.a.w. diese zwei Suhr herabgesandt, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Diese beiden Suhr solltest du dir merken. Und ein gewaltiges Instrument, was der Zauberer selber bestätigt hat, der diesen Weg gelassen hat, er sagte, wann auch immer ich Ayatul Kursi gelesen habe, ist alles von mir verschwunden. Und ihr wisst, die Shayatin haben sich auf ihn geworfen, weil er schon mal mit ihnen zusammengearbeitet hat. Ayatul Kursi verdrängt die gesamten Shayatin. Aber dass du auch allgemein den Koran hörst, dich versuchst immer in Reinheit zu bringen, dass du den Wudu hast, das alles wird dir helfen. Bi'idhnillahi as-sami' al-alim. Und wenn es besondere Fälle gibt, dann geht man zu Spezialisten. Und ich habe euch gesagt, was die Zeichen von einem Zauberer sind. Wenn man diese Zeichen hört, dann verlässt man diese Leute. Möge Allah Azza wa Jal uns und unsere Familien bewahren. Möge Allah Azza wa Jal uns rechtschaffen machen. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht zu den Dienern des Shaitan gehören lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns ihn einzig und alleine dienen lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.